Das wäre natürlich cool, vor allen Dingen wäre dann dieser Bug. Ich habe übrigens rausgefunden, warum das so ist, mit dem, warum du das eine Gebäude siehst und ich nicht. Das liegt daran, dass alle Gebäude, die du auf irgendeinem Server jemals mitbaust oder hilfst, werden auf den neuen Server mit übertragen. Das heißt, du siehst alle Gebäude. Das wäre natürlich auch dafür super, weil dann könnte ich deine Gebäude gar nicht sehen. Ja, praktisch, ne? Also ich wäre von der Idee angetan. Das Problem an der Sache wäre, dann müssten wir die Aufnahmen, die ich gemacht habe, löschen komplett. Warum? Könnten wir... Ja, es kommt mir so unprofessionell, wenn du jetzt einfach sagst, okay, ja, drei Folgen das und dann auf einmal, hey, jetzt machen wir doch was anderes, weißt du wie? Ja, gut, So eine gewisse Professionalität sollte bei mir halt auch schon gewahrt sein. Professionalität bei mir, witzig. Okay. Ich kann sagen, das ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Ja, ansonsten wäre das eine coole Idee, auf jeden Fall. Da jetzt einfach mal so in den Raum geworfen und... Da könnte man dann machen wir es so, dann machen wir die Aufnahmen. Wie sieht denn das aus bei dir? Hast du da morgen so Zeit oder wann so demnächst? Also ich bin morgen noch ganz Tag zu Hause. Außer abends halt. Ich muss halt ein bisschen was für Schule machen, aber also dafür rechne ich jetzt mal 3 Stunden oder sowas ein, also... Ja. Zeit, was aufzunehmen. Ich weiß ja nicht, wie du morgen Zeit hast. Na, ich hätte morgen wieder, also ich hoffe es, von 12 bis 6, von 12 bis 15, 30 so ungefähr. Also man könnte, so, sagen wir mal, morgen eine Stunde aufnehmen und dann könnte man das ja dann erstmal hochladen und dann sind ja die ersten Folgen ein bisschen kleiner und dann könnte man ja nachproduzieren. Und dass ich das jetzt... Klingt gut. Und dass was? Ja, wartest du ganz kurz mich? Jemand anderes mal jetzt fix. Na klar. Ja, da erfahrt ihr ja mal gerade, wie so Gespräche funktionieren. Ja, erfahrt, wie Gespräche funktionieren, das ist auch ein super Deutsch. Erfahrt mal hier, was so jetzt abgeht. Wer da jetzt mit guckt hier im Let's Play, der wird auf jeden Fall gespoilert. Das wisst ihr jetzt schon mal, ne? Ist ja eine super Idee eigentlich. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Obwohl das Let's Play dann wahrscheinlich schon starten wird, bevor ihr da was schreiben könnt. Aber ihr könnt ja doch mal reinschreiben. Vielleicht habt ihr da noch Ideen, was man da machen könnte. Das wäre eine Option. Geil. Und das sieht auch nicht schlecht aus hier, oder? Das gefällt mir auch ziemlich gut. Ziemlich gut eigentlich. Könnte man fast schon sagen, dass man hier wieder so das hinmacht. Dann sieht das auch nicht mehr so schlimm aus. Hier. Und dann kommt man hier hoch. Das ist doch nicht schlecht. Und dann fangen wir hier mal einmal mit einem weißen Wollestreifen an. Ja, und das würde es eine Weile dauern, würde ich sagen, bis das fertig ist. Eieiei. Also, bis wir da genug Wolle zusammenbekommen haben für das alles hier, das wird... Oh, ja, ne? Da werden wir mal ein bisschen Spaß haben. Hua, 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 hua. So. Dass die rote Wolle jetzt so mit diesem roten Faser, mit diesem roten Rand dargestellt ist, ist jetzt nicht so praktisch, aber... Ja, mal schauen. Ein Leuchtturm, Alter, das wird dauern, das wird dauern, das wird dauern. Dann müssen wir gleich mal ganz kurz hier loslegen mit Züchtung. Denn da brauchen wir mehr Schafe auf jeden Fall, das wird so nicht gehen. Da brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir mehr Schafe brauchen, dann brauchen wir auch gleichzeitig... wo haben wir's? 64 habe ich noch. Warum ist das überhaupt hier? Äpfel gehören rüber. Alter, hab mich jetzt gerade vor dem Zombie, vor dem Dienst erschreckt. Yeah, yeah. Legen wir los. Okay. Noch ein rotes. Hab ich gerade. Doch, hab ich. Ja, erst zeige ich euch die Schere und dann auf einmal das hier, ne? Das ist, erst zeige ich euch das Wolle-Ding und dann auf einmal das hier. Natürlich auch unpraktisch für euch. Hier war doch auch noch eins. Genau. Und hier irgendwo hatte ich doch Leinen. Und Hundis haben wir auch. Hundis! Da war doch irgendwo Leinen. Genau. Jetzt mal das Schaf mal wieder zurück in seine Behausung hier schaffen. Ich weiß nicht immer noch nicht, warum das abgehauen ist, aber...
Interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Mitkommen. So, wir machen den Abstecher über das hier drüber. Flupp. Und los geht's. Komm, rein hier. Und dann kannst du doch theoretisch mit denen da, gell? Genau. Da haben wir drei rote, drei weiße. Das ist doch super. Das gefällt mir. Und hier können wir mit ein wenig Hundefleisch mitarbeiten. Hundefleisch. Fussel. Lumpi. Kommt mal her. Ja, du und du. Da weiß ich wenigstens, dass ihr junge Weibchen seid. Und bei euch ist es auf gut Glück. Auf gut Glück? Ah. Der ist nicht glücklich. Oh. Da bin ich schon wieder. Okay, jetzt ist der glücklich. Gebratenes Hammelfleisch hätte ich da noch. Wer möchte? Wer hat man das? Du setzt dich mal hin. Du setzt dich auch hin. Du und du setzt dich hin. Und komm mal her, Hundi. Komm mit. Super, okay. Und flup, flup, flup. So, super, da ist der auch geheilt. Geil, wir haben schon eine Menge Hunde auf jeden Fall. Das gefällt mir. Ja. Was? I love Minecraft. Wer den Scheiß hier aufgestellt hat, also, I love Minecraft. Ey, bitte ich. Ich bitte dich, komm schon. Ich habe so das Gefühl, das wird hier nicht lang gut gehen. Das müssen wir ändern. Ihr gebt mir ganz schön auf den Pisser, ist euch das klar? Kommt mal her. Lass mich durch. So. Das müssen wir nochmal ändern, bevor wir hier weitermachen, weil das funktioniert so nicht. Die müssen... Ey, wir könnten eigentlich so ein Freigehege bauen, das wäre auch geil. Lass mich das mal abreißen hier. Weil das können wir auch von hier unten dann loslegen lassen, das ist ja auch kein Problem. Wir könnten hier doch rein theoretisch... Ey, das ist die Idee. Moment. Immer das bis hierher machen. Bis hierher. Ich muss ja mal was dazu tun wieder, aber ist ja auch egal. Nee, ich glaube, dann ist bis hierher, glaube ich, intelligenter. Okay, dann bis hierher und dann hier bis hierher, weil dann kann ich hier direkt Zaun anbauen. Und hier könnte man ja dann eventuell sagen, wir machen das hier so. So, jetzt bin ich wieder am Start. Am Stissel, na super, ja. Herzlich willkommen zurück. Diesel. So, na bauen wir hier. Ja, ich sage, tun wir hier das komplett nochmal... in der Ecke machen. Warum ich das so komisch gelassen habe, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß viele Dinge, die ich tue, nicht. So. Und was hast du jetzt eigentlich? Achso, du hast telefoniert. Ja, ich habe jetzt Jens Fix telefoniert. Ja, genau. Und ja, darüber haben wir geredet und dann noch natürlich darüber, dass ich auf meinem anderen Kanal eine Challenge gestartet habe. Auf dem Android Derp, ne? Der heißt jetzt Vlogdog, der Kanal. Vlogdog. Vlogdog, ja. Das habe ich, umbenannt. Damals die Challenge, dass ich habe gesagt, weil ich am Moment so viele Haare habe und nicht den Drang verspüre, zum Friseur zu gehen hier in Österreich, habe ich gesagt, okay, gut, wenn wir da 100 Abos in der, bis April erreichen, dann mache ich eine Rasierapparat-Folge. Okay. Ja, mal gespannt drauf. Ja, ich auch. Da bin ich wirklich gespannt drauf.
Der Rasierapparat. Naja, du kannst dir schon vorstellen, was das heißt, oder? Ja, Ding. Ich bin da noch, also da wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall lustig. Naja. Ich glaube, da mache ich den Zaun nicht hier oben lang, sondern suche ich den da unten lang machen. Da können wir dann da oben. Das können wir dann umändern nochmal später. Also wir machen den Zaun jetzt nicht hier oben lang, sondern wir suchen ihn unten lang machen. Da fühle ich mich sicherer, falls Creeper sich dann denken, hey YOLO! Und deswegen, ja. Ja, Creeper. Das war also, noch Zeit. Du spielst also gar kein Minecraft mehr, ne? Nee, ich weiß nicht. Ich habe dann keinen Elan mehr aufbringen können. Oh, das war bei mir halt eben immer so das Problem. Ich habe so einen Moment gehabt, da dachte ich so, oh, Minecraft geil, hat er übelst die Ideen. Ja. Und beim Bauen, ja, wie ich das ja schon so oft gesagt habe, ist mir dann aufgefallen, ey, du hast hier schon wieder ein Riesenprojekt vorgenommen, für das ich so Jahre brauchst und gut, dann schaffst du noch so ein Zwischenprojekt, was du ab und zu mal baust. Dann hatte ich immer so gefühlt 50 Zwischenprojekte, weil jedes Zwischenprojekt, was ich gemacht habe, war auch so ein Riesending. An einem Punkt habe ich so gedacht, geil, jetzt hast du hier 50 Baustellen auf der Welt und keine kriegst du fertig und ist blöd. Ja, nicht anders ist es ja bei mir in Minecraft auch. Ich habe auch eine Menge Zwischenprojekte einfach, die ich mache, aber funktioniert halt, weil wenn ich pro Tag nur 20 Minuten aufnehme, dann tue ich in der Woche 2 Stunden Minecraft spielen, das ist eigentlich okay. Ja klar, aber das war dann immer so dieses, ich brauche dann halt wirklich auch wirklich Ziele im Spiel, sonst verliere ich da absolut mega schnell die Lust dran. Ja, für alle, die die denken, die das noch nicht kennen, Zäune baut man jetzt anders in Minecraft, man nimmt sich dazu Stöcker, ich zeig das mal kurz an Birke. Man nimmt sich dazu Stöcker, tut dann außenrum Holz craften, da. Also hier Holz, hier Holz, hier Holz, hier Holz. Und dann nimmt man sich Stöcker. Und es gibt jetzt, ich muss mal die Musik ausmachen, sorry. Und es gibt jetzt 4 verschiedene Arten von Zäunen, es gibt jetzt auch Birkenholzzäune und sowas, aber die mache ich jetzt nicht, also ich mach's jetzt doch mal, so flupp. Haben wir Birkenholzzäune, aber die wollen wir natürlich nicht haben, wir wollen uns jetzt Eichenholzzäune machen. Das finde ich ganz geil, dass sie es gemacht haben. Und wieso, da habe ich jetzt so viele genommen? Ich weiß es nicht. So, das finde ich ganz geil, dass sie es geändert haben, dass es jetzt verschiedene Arten von Zäunen gibt. Ich glaube, man kann auch verschiedene Arten von Türen machen. Birkenholztüren, so gibt es ja jetzt auch, glaube ich. Warte, ich probiere das gleich mal. Genau, das sind jetzt Eichenholztüren. Man kriegt auch mal 3 Türen jetzt raus. Und dann gibt es auch Birkenholztüren und Fichtenholztüren. Und da kann man dann auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen mehr Abwechslung ins Let's Play bringen, was die Farben angeht. Müssen wir mal schauen, wie wir das genau machen und wann wir das genau machen. So. Nicht schlecht. Also ich eigentlich Star bei Minecraft. Ja, es gibt jetzt auch Unterwassertempel und neue Unterwassermonster. Also es gibt jetzt Unterwassermonster, vorher gab es ja keine. Gegen die du kämpfen musst. Die haben Laserstrahlen und so, aber. Boah, guck mal schon. Ja, es tut sich einiges in Minecraft und die Musik gibt mir gerade Lizenz auf den Wecker. Ich weiß nicht, warum ich so viel seltsame Musik heute drin habe. Diesmal. Kurz schauen, wie das aussieht von hier, der Leuchtturm. Das sieht voll geil aus, wenn wir den fertig kriegen sollten, der Leuchtturm. Das sieht, wird mega genial aussehen, das sage ich euch. Und dieser Regen ist mega pissig. Ha, der Regen ist pissig, verstehst du, er ist runterpisst. Er schießt ihn. Naja, das war bei mir immer das nächste Problem dann. Oh, so. Dass wenn ich dann was fertiggestellt habe, das mir irgendwie nicht mehr gefallen hat. Mir dachte, das kannst du eigentlich noch besser machen. Das kannst du, das kannst du. Weiß nichts. Oder nur so, dass ich. Außer das, fertigen Projekt, aber das hast du bei Minecraft ja eigentlich immer. Ja, da hatte ich ein Projekt fertig. Sachen aufgefallen, die mir nicht gefallen haben, dass ich gesagt habe. Könntest du das ganze Ding jetzt auch nochmal neu bauen? Wird schneller gehen, als das Ganze hier zu beheben. Und ja. Wir tun uns das mal ganz kurz hier was absichern, jetzt, falls wir das jetzt aufmachen, dass da nicht der Holocaust losgeht. Was darfst du denn nicht sagen? Okay. Kommt mal alle mit. Reicht das nicht, oder wie? Kommt mal alle mit. Da kommt Günthers. Folgt mir. Reicht immer noch nicht. Sag mal, sind die behindert oder so? Haben die irgendwie was Schlechtes gegessen? Kommt mit. Ja, kommt.
alle hier hoch. Jawohl. In euer neues Heim. Ja, genau. Ey, geil, die folgen aber wirklich alle. Sind die blöd?